Menschen, die durch Kuhmilchprodukte Beschwerden haben, müssen aber nicht unbedingt an Milchunverträglichkeiten leiden. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die allergische Reaktion. In der Paracelsus-Klinik für Ganzheitsmedizin empfiehlt Chefarzt Dr. Rau daher seinen Patienten, auf Milchprodukte zu verzichten. Wie war es von den Infekten her? Ich habe jetzt wieder einen bekommen, aber ging schneller vorbei. Also die Halsschmerzen waren innerhalb von 2 Tagen weg. Ja, ja. Und was haben Sie denn an der Ernährung geändert? Ich verzichte jetzt auf Gluten und ich verzichte auf die Milch. Gut. Und wie ist das denn so? Ist das machbar für Sie? Ja. Sie schmeckt auch. Mhm. Man gewöhnt sich dran. Alle Kuhmilch-Eiweißprodukte, das Joghurt, das Käse, sind die ganzen Cremes und so, das ist die Milch selbst auch drin, das sind die aus unserer Sicht die problematischen und sehr allergenen Produkte. Weil das Beta-Lactoprotein, dieses Kuhmilcheiweiß, ist das mit Abstand häufigste Nahrungsmittelallergen, das es gibt. Weit häufiger als die Laktose, weit häufiger als Gluten oder Nüsse oder weiß ich was alles. Es kommt dazu, dass erklärend halt, dass die Nahrungsmittelallergien bei Ihnen jetzt halt die Milch und das Gluten, das ist dann doppelt blöd, dass die zu einer Zerstörung der Darmflora und eben auch der Darmschleimhaut führen. Und dann ist das ganze Immunsystem gestört. Diese Menschen haben dann eine leicht höhere Histaminhaltigkeit in ihrem Körper drin und reagieren verstärkt sekundär gegen andere Allergien. Wir haben die Leiden, die der Kuhmilchallergiker hat, übrigens auch der zwar viel seltener Glutenallergiker, also der Zöliakie-Patient, hat das auch, er hat Sekundärallergien, ist dann allergisch gegen Heupollen oder allergisch gegen Erdbeeren oder allergisch gegen Katzenhaare. Sekundärallergien. Der Anteil von Kuhmilchallergikern bei Erwachsenen in Mitteleuropa liegt laut Schätzungen bei ca. 1%. In der Paracelsus-Klinik dagegen sind die Zahlen bei den Patienten wesentlich höher. Wenn ich meine normalen sozusagen Check-up-Patienten, die einfach gesundheitsbewusst zu uns kommen, da sehen wir in 60% IgG4-Allergie auf Lactoprotein. Bei den autoimmunen Patienten sind es bereits über 80% und bei den Krebspatienten sind wir fast auf 95%. Das heißt, eine Inzidenzsteigerung mit diesen Krankheiten. Und wenn ich dies aber bei Hunderten von Patienten sehe, ist das für mich, das hat die Wertigkeit einer Studie. Ich sehe das einfach so häufig. Nach Dr. Raus Erkenntnissen können Milch und Milchprodukte zudem zu Immunstörungen führen, also zu einer chronischen Schwächung des Abwehrsystems. Die Folgen? Erhöhte Infektanfälligkeit, wie zum Beispiel chronische Angina oder chronische Nebenhöhlenentzündung. Ein Liter Milch wird hergestellt aus Tausenden von Kühen. Diese Tausende von Kühen werden antibiotisch behandelt. Deren Eiweiße werden verändert durch Pasteurisierung. Und sie haben ein immunologisches Wirrwarr. Bei uns in der Region sind es 30.000 Kühe, deren Milch zusammengegossen wird. Und daraus werden die Produkte hergestellt. Das heißt, wir haben 30.000 individuelle immunologische Profile, die da aufgenommen werden. Ein absoluter eine Lawine von immunologischer Information, das auf unsere kleinen Kinder niederprasselt. Die Kritiker von Milch, wie der Ernährungsmediziner Ledochowski, sehen Milch nicht als vorteilhaft für Kinder und Jugendliche. Sie warnen davor. Ich war vor einigen Jahren am Diabetologenkongress in Leipzig und dort ist die deutsche nationale Verzehrstudie vorgestellt worden. Und da hat es geheißen, dass das tierische Eiweiß, das in der Vorschulzeit zugeführt wird, wesentlich korreliert mit der Übergewichtigkeit im Jugendalter. Und ich habe damals gefragt,
welches tierische Eiweiß, und es wurde lange gezögert, bis dann herausgekommen ist, dass es das Milcheiweiß ist. So gesehen muss ich sagen, dass heutzutage Milch spätestens ab dem 5. Lebensjahr nicht mehr als Grundnahrungsmittel sinnvoll einzusetzen ist. Welche Folgen kann der Milchkonsum für Kinder haben? Ganz, ganz mannigfaltige. Die Kinder bekommen allergische Krankheiten, bekommen Asthma und sogar längerfristig durch die Überreizung des Immunsystems zu autoimmunen Krankheiten. Die autoimmunen Krankheiten sind die in der heutigen Zeit bei Kindern am allerstärksten ansteigen. Juvenile Arthritis, Diabetes und x andere Krankheiten auch, welche autoimmun sind. Fest steht, dass Milch und Milchprodukte reich an Kalzium sind. Jetzt würden wir von der Annahme ausgehen, dass man 1200 Milligramm Kalzium zu sich nehmen muss, um gesunde Knochen zu erhalten. Dann würde das bedeuten, dass jeder Mensch rund 1 Liter Milch pro Tag zu sich nehmen müsste. Das würde auch bedeuten, dass alle Säugetiere, die nach dem Abstillen praktisch nicht mehr diese Kalziumquelle haben, an Osteoporose erkranken würden. Das würde bedeuten, dass alle Menschen, die abgestillt sind, laktoseintolerant sind, an Osteoporose erkranken müssten. Das Gegenteil ist der Fall. In den Ländern, wo wir Laktoseintoleranz endemisch vorfinden, ist die Osteoporose viel seltener als in den Ländern, wo die Laktosetoleranz vorgefunden wird, also Deutschland, Skandinavien, wo eigentlich der Milchkonsum am höchsten ist. Vor allem in Schweden ist der Milchkonsum sehr hoch. Und ausgerechnet von dort kam vor 2 Jahren eine Studie, die auch hierzulande für Aufsehen sorgte. Denn die Studie sagt, Menschen, die viel Milch trinken, haben kein geringeres Risiko für Knochenbrüche, sondern ein erhöhtes. Und sie sterben sogar früher. Wir wollen mehr erfahren und reisen nach Schweden. An der Universität Uppsala treffen wir den Leiter der Studie, den Ernährungswissenschaftler Professor Karl Michaelsson. Er wertete die Daten von über 100.000 schwedischen Frauen und Männern im Alter von über 40 Jahren aus. Among women we found a higher risk of fracture. Bei Frauen fanden wir ein erhöhtes Risiko von Knochenbrüchen, vor allem Hüftfrakturen, die schwerwiegendsten Knochenbrüche bei älteren Menschen. Zudem eine höhere Todesrate bei Frauen mit hohem Milchkonsum. Wir sahen dieselbe Tendenz auch bei Männern, allerdings wesentlich schwächer ausgeprägt. Den Grund für die schädliche Wirkung sieht Professor Michaelsson in einem Bestandteil des Milchzuckers, der Galaktose. Bei Versuchstieren, denen man Galaktose verabreichte, verlief der Alterungsprozess schneller. Die Dosis von Galaktose, die diesen Tieren gegeben wurde, korrespondiert mit dem Galaktoseinhalt von 1 oder 2 Gläsern Milch. Das passt gut zu den Ergebnissen unserer Studie. Sind Milch und Milchprodukte also insgesamt schädlich? So einfach ist es für Professor Michaelsson nicht. Seine Studie unterscheidet ausdrücklich zwischen Trinkmilch und fermentierten Milchprodukten wie Joghurt oder Käse. Diese haben wesentlich weniger Galaktose. Und dort kommt die Studie auch zu anderen Ergebnissen. Es zeigte sich, dass hoher Konsum von Käse, Dickmilch und Joghurt in Verbindung stand mit einem geringeren Risiko von Knochenbrüchen und Tod. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei Milch. Professor Michaelsson möchte keine Ernährungsempfehlungen für die Bevölkerung aussprechen. Erst müssten weitere Studien folgen. Dennoch, die Behauptung, dass viel Milch gut gegen Knochenbrüche sei, gilt für ihn als widerlegt. Unsere Studie zeigt, dass sich das Risiko von Knochenbrüchen bei Älteren erhöht. Andere Studien zeigen, dass es das Risiko von Knochenbrüchen zumindest nicht senkt. Aber das war die Behauptung der Milchhersteller über viele Jahrzehnte.
Du bekommst starke Knochen, wenn du viel Milch konsumierst. Aber die Belege für diese Behauptung sind sehr schwach. But the evidence for that claim is very weak.